Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es auch wieder ein Video, welches aus der Reihe ist, die ich 2016 noch hochladen wollte. Und ja, ich muss mich hier einmal kurz richtig hinsetzen. Ist jetzt hier gerade was runtergefallen? Nö, ich dachte, es wäre was runtergefallen. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich doch einfach mal mit dem heutigen DM-Review zu meinem letzten DM-Haul. Und zwar geht es gleich los hier mit diesem Duschgel von der Marke Balea. Und ich muss sagen, da habe ich auf eine Produktempfehlung von einer Freundin von mir gehört. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es war sogar noch besser, als sie gesagt hat. Und das Duschgel, das duftet nach Zuckerwatte, was einfach mal mega cool ist, wie ich finde. Und das würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Dann habe ich hier zu dem Zeitpunkt, wo ich den DM-Haul gemacht habe, sind diese zwei Bilou-Sorten rausgekommen. Und ich muss sagen, die machen wie die anderen Bilous die Haut so schön weich einfach. Und ich finde, die duften zur Abwechslung auch mal wieder richtig natürlich, wie mein Lieblings-Bilou Splashy Melon das nämlich auch macht. Also die würde ich mir auch nochmal kaufen. Und jetzt komme ich zu meinen drei Gesichtsmasken, die ich testen wollte. Und zwar haben wir hier einmal, ich muss das hier einmal ganz kurz zusammensetzen, dass ihr das besser seht. Einmal die Thalasso-Maske von der Marke Shebens. Und ich muss sagen, die ist richtig schön für die Haut, weil die Haut, die wird so schön weich gemacht einfach von dieser Gesichtsmaske, dass man sich am liebsten so im Gesicht dann die ganze Zeit angrabbeln will irgendwie. Aber das ist ja nicht so gut für die Haut dann. Aber die ist richtig schön. Sie schreckt vielleicht ein bisschen ab hier wegen diesem wegen dieser grünen Farbe, wollte ich sagen. Also das ist vielleicht das Einzige so. Aber ich finde, die ist richtig gut. Die würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Dann würde ich sagen, bleibe ich doch einfach bei der Marke, bei der Marke Shebens. Und zwar habe ich hier dann noch die Cooling-Maske, die Feuchtigkeit spendet, für das Gesicht ausprobiert. Und ich muss sagen, die ist wirklich gut. Die würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Und immer wieder und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, weil die ist wirklich gut. Die hat so einen angenehmen Duft, die tut meiner Haut so gut. Also die würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Und jetzt habe ich noch eine dritte Gesichtsmaske getestet. Und zwar jetzt nämlich von der Marke Balea. Davon gab es drei Anwendungspackungen, wovon eine irgendwie hops gegangen ist. Ich weiß es auch nicht genau, aber ist ja auch egal. Und zwar, muss ich sagen, war das die Creme-Gel-Maske. Und zu dieser Maske muss ich sagen, die hat mir jetzt nicht unbedingt so gut gefallen. Das lag vielleicht auch ein bisschen, weil ich den Geruch nicht so mochte wie bei den anderen. Aber das Ganze, das macht ja nichts. Es war auch eine Limited Edition, muss ich dazu sagen. Also das ist so das einzige Produkt, was ich mir nicht nochmal kaufen würde von meinen Sachen jetzt aus dem Video. Und ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Also, das würde ich mir nochmal kaufen. Oh, das hält gar nicht. Oh, das ist jetzt so eine doofe Idee hier irgendwie gerade. Egal. So, das hält jetzt aber. So. Und dann nehme ich einfach die beiden. Also, diese Sachen würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen, bevor das Ganze jetzt runterfällt hier. Tue ich das jetzt hier mal kurz beiseite. Und dann, das würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Ja, Freunde, das war es dann jetzt auch schon mit meinem heutigen Review zu meinem letzten DM-Haul, den ich euch hier unten in der Infobox nochmal verlinken werde. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann dürft ihr selbstverständlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich da draußen zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.